der Titel, dieser Haupttitel Fremde oder Freunde ist vielleicht aus einer Liebe zu Howard Carpendale entstanden. Fremde oder Freunde. Das Wichtige für mich ist der Untertitel, die Lust auf Differenz. Also diese Lust an Differenz, für die die Taz ja auch steht und die auch im Titel des Taz Labs dieses Jahr steht, die sieht man hier an jeder Ecke. Es gibt nicht die Definition, ich kann nicht definieren, das sind Freunde. Das sind einfach Zuneigungen, die sich entwickeln und dann daraus entsteht eine Freundschaft. Ich weiß nicht, ob es heute überhaupt noch Fremde für mich gibt. So mit meiner Geschichte und meiner Vergangenheit, ich wüsste jetzt nicht, wen ich als fremd bezeichnen würde. A stranger is somebody I would talk to, but it also gives me new perspective and a new way of speaking, a new way of talking. Wir müssen uns nicht immer einig sein, wir müssen auch nicht alle gleicher Meinung sein, aber wichtig ist, dass wir miteinander reden und einfach den anderen kennenlernen und einen Dialog haben. Das finde ich immer halt super wichtig. Mit Leuten, die den Dialog verweigern, kann man in keinen Dialog treten. Das heißt nicht, dass ich sie jetzt irgendwie ausgrenzen, dissen, sonst was will. Ich will damit nur sagen, es ist außerordentlich kompliziert, dort in irgendeiner Weise zu versuchen, einen Dialog aufrechtzuerhalten. Man sollte es vielleicht in der Weise tun, dass man sie auch nicht permanent bedrängt und ihnen einen Dialog aufzwingt. Gleichzeitig sollte man aber versuchen, es so zu halten, dass man permanent ein Dialogangebot gibt, aber nur unter der Bedingung, dass sie auch dialogbereit sind.